Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sie hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dynasty Warriors PSP. Wir haben letzte Mal mit dem mächtigsten Charakter des Spiels den Chaos-Modus gestartet, nämlich mit Lubu. Und ich sag's euch, es hat sich einfacher angefühlt als mit allen anderen Chars im normalen Modus. Erstens, weil er maximal gelevelt ist, zweitens, weil er echt alles wegfetzt. Da wächst kein Gras mehr, er ist wie so ein Scheunendrescher. Fegt alles einfach so weg. Aber was auffällig war, der Chaos-Mod bietet nicht viele Vorräte, deswegen ist Zeitlimit sehr strikt. Naja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit Schlacht von Guandue, Kampf um die Zentralebene Chinas gegen Yuan Shao. 200 Anno Domini. Dong Zhu, der die alliierten Truppen am Mulao-Tor zurückgeworfen hatte, brachte ihren Befehlshaber Yuan Shao dazu, sich ihm zu unterwerfen, indem er Yuan Shao seinen Hochverrat verzieh und ihn einen Ministerposten verlieh. Boah! Nun war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die besiegte Allianz gegen Dong Zhu zerbrach. Dong Zhu begann seine Gegenoffensive, indem er Yuan Shao veranlasste, Cao Caos Gebiet bei Guandue einzunehmen. Anschließend begab sich Dong Zhu nach Dong Guandue zu Yuan Shao und schickte sich an Xu Cheng zu überfallen. Zu diesem Zeitpunkt fingen Dong Zhus Truppen einen Boten Cao Caos ab, der eine Geheimbotschaft an Yuan Shao bei sich hatte. Diese beschrieb in allen Einzelheiten, wie Cao Cao und Yuan Shao Dong Zhu in die Zange nehmen wollten. Wut entbrannt, wenn Dong Zhu seine Armee gegen Yuan Shao. Also, mit anderen Worten, Yuan Shao hat uns nur verarscht. Er war die ganze Zeit gegen uns. Guck dir das Zeitlimit wieder an, das ist so böse. Das wird ja lustig. Das wird absolut lustig. Den können wir mal mitnehmen. Was ist mit Diochan eigentlich? Die ist natürlich schon stationiert. Goemon Ishikawa hätten wir noch. Na komm, nehmen wir den mal mit. Guten einen Goemon Ishikawa. Wo ist der eigentlich? Goemon, where are you? Der Meisterdieb. Aus Japan. Und der Blitzzauber, ja Mensch. Dann war es das wohl für die Gegner. Die können ihr Testament schon mal schreiben gehen. So, wir haben noch 6 Dinge da frei. Das heißt, wir dürfen nur einen 4er nehmen. Viele davon hatten wir ja schon beim letzten Mal genommen. Ist halt ein bisschen doof. Aber Niufu hatten wir beim letzten Mal nicht. Niufu, congratulations. Geh mal in. Nehmen wir hier Jin noch mit, was cool ist. Und schau mal. Ja. So sieht's aus. Dann gucken wir mal, mit wem wir es zu tun haben. Guxi. Verteidigung, Schuhstützpunkt, warum auch immer er. Li Jue, Zhang Yi und Jiaxu. Wo ist Dong Zhu eigentlich? Ist gar nicht mal da. Huaxiong, Liro und Wang Fang. Ah doch. Hä? Dong Zhu eine Frontlinie? Ist mit ihm nur falsch. Ist der auf. Hat er irgendwelche Substanzen zu sich genommen oder was? Sonst verschanzt er sich immer in seinen Burgen und jetzt an der Frontlinie, okay. Mit Diochan. Hier starten wir. Bei den Gegnern haben wir Wen Shou mit Yusho. Yuanchang mit Hanmeng und Guchu. Lu Kuang mit Gao Gan. Chun Yuqiong, der natürlich das Wuchao-Versorgungslager verteilt. Luxia mit Gao Lan und Xin Ping. Yan Yang mit Feng Ji. Und Yuan Shao mit Shen Pai und Jiang Feng. Kein Liu Bei. Kein Guan Yu. Interessant. Definitiv interessant. Okay. Yuan Shao, du falsche Schlange. Ich werde dich hinrichten für deinen Verrat. Ja, wen richtest du nicht hin? So ganz ohne Witz. Es ist Dong Zhu, der Tyrann, Leute. Er richtet alle hin. Und ihr merkt, wie einfach das ist. Weil wir Lu steuern. Level 1 und die Leiste ist länger als die chinesische Mauer. Und was mit Level 1? Das ist Lu. Die Power von Lu. So, Wen Shou. Ich
Hab gehört, der Tag der Abrechnung ist gekommen. Ja, komm, wir machen das noch. Wenn ich jetzt wandern. Oh, Blitzelement. Shit. Okay. Okay. This shit is so over. Leider hat es jetzt unseren Freund nicht erwischt. Den Vencho. Und leider ist es auch schon wieder weg. Also es war zwar geil, aber es hat nicht lange angehalten, leider. Das Blitzelement. Vencho ist auch noch gar nicht erschienen, ne? Kommt erst noch. Der Trottel. Kommt erst noch. Zwei jetzt. Alle Offiziere gerade getötet, schon sind alle wieder da. Lieben wir, ne? Sowas lieben wir. Yusho, was soll das? Lass mein Girl in Ruhe. Ist die Freundin von Lu. Ja, jetzt hat sie sich selber gerecht. So wie es sein muss. Nur weil man die schwächeren Körpermerkmale hat, muss man sie als Frau nicht alles gefallen lassen, kann ich euch sagen. Tue ich ja auch nicht. Was war das denn, Wu? Ich mag den Musu-Angriff nicht von Wu. Alles von Wu ist irgendwie overpowered, aber der Musu-Angriff ist absolut scheiße. Ich finde nicht gut. Da hat Zheng Yao zum Beispiel einen besseren Musu oder Sun Xiao. Einen deutlich besseren. Aber naja, was soll's. So, das war Vencho. Gut, die Frage ist, vor wen haben Yanling und Vencho mehr Angst? Vor Guan Yu oder vor Lu? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Ist auch nicht schwer, darauf zu kommen. Ist nicht schwer. Keine Moral, gut. Das lässt sich ja ändern mit Heijun. Schlimmsten Fall. Yuan Shang. Ja, der Musu eh nutzlos ist von Lu, wie ich finde. Kann man auch auf dem Pferd benutzen. Weil Lu ist gut wegen diversen Moves. Den hier zum Beispiel. Der Rasenmäher, wie ich es nenne. Und das Coole ist, wenn man die Gegner stunt, kriegt man immer einen Free Grab. Wenn man es dann will, ne? Ist nicht der perfekte Punish. Aber stylisch. Ach. Wir spielen übrigens auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Chaos. Und alle Offiziere sind schon wieder tot. Mensch. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Chaos ist leichter als mit anderen Charakteren auf normalem Lu spielt. Das ist echt funny. Wirklich. Habt ihr Spaß? Also ich hab Spaß. Ich glaube, die Gegner können sich Schöneres vorstellen. Nicht mit Zheng Fei einen Wein wegzukippen oder so. Blanks! Tiu, 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 tiu! Zhong Zhu folgt uns echt, das ist ja witzig. Ungewohnt, dass Dong Zhu mal mitkämpft. Ja, wird. Zeiten ändern sich. Vielleicht wird auch ein feiger Tyrann, der sich nur in Burg verschanzt, irgendwann mal zum absoluten tapferen Helden. Aber leider nur in diesem Spiel. Wow. Das war der Tiefpunkt deiner Karriere. In Luft geschleudert und gekommen werden vor einen Feldwebel. Das war der Tiefpunkt von Lu's Karriere. Ja, Dong Zhu nimmt den unteren Weg. Soll mir recht sein? Da muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Um das Lager. Ich wollte sowieso zum Wu-Chao-Versorgungslager. Ich glaube, Guan Yu wird wieder richtig einfach. Wie damals auch schon mit der Wei-Armee. Wenn man mit Yuan Shao spielt, ist Guan Yu absolute Hölle. Wirklich. Schwerer als die letzte Schlacht. Die Wujang eben, die war nämlich absolut easy. Die Schlacht hat gerade angefangen und wir haben jetzt schon über 200 Kills.
Nett. Gerade was so Massenfights betrifft, ist Lubu auch eine Maschine, ne? Eins gegen eins gibt's bessere Charaktere. Bei Massenfights ist er der absolute King. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Anfeuern. Danke, Jin. Lu Kuang und Lu Xiang sind für die größten Schwachmaten aus Yuan Shaos Armee. Die können nämlich gar nichts. In allen taktischen Warriors Games haben die grausame Stats. Ist wirklich zum Kotzen, die Offizier. Und ja, nicht wirklich gut, kann ich euch sagen. Keine Ahnung, was mit denen los ist, aber die können wirklich nichts. Da hat Yuan Shao auch absolute Versager in seiner Armee aufgenommen. Egal, bereit euch auf die Angriff vor. So, das ist ja jetzt egal. Also Feuer verlieren, aber egal. Einfach angreifen, ja. Kämpfen, töten, sterben. Hatte sich Wei Yans Lebensphilosophie zu Herzen genommen, wie es mir scheint. Jo, wie viele Offizier sind hier, bitteschön? Wie viele Offizier waren hier, bitteschön? Ja, du fühlst dich cool, weil du jetzt überlebt hast, ne? Hm. Weiß genau, dass du dich jetzt cool fühlst. Schön für dich. Ich fühle mich cool, ich bin nämlich Level 7. Du bist Level 2. Das ist eine coole Kombo, die man machen kann. Aber ich bin trotzdem kein Fangirl von Lewis Musswanghoff. Der ist echt nicht so gut. Ja, 23er Kombo, ne? Das ist der Counter. Auch wenn du fliehen wirst, du wirst immer leiden. Wie oft willst du noch aufgespießt werden, Lukua? Wie oft denn noch? Und Dongju macht ganz gut Fortschritt da unten. Oh, nur 8 Minuten Zeit, Leute. Spiel auch so schnell. Spiel wirklich so schnell. Und nur 8 Minuten Zeit. Was ist das für Müll? Also da ist die Schwierigkeit im Chaos Mode auf jeden Fall beim Vorräten. Dass du echt gucken musst, dass du nicht geroutet wirst. Aber wir kriegen das schon. Oh, du Red Hair, das ist so schrecklich mit anzusehen. Let's Fight hatten wir tatsächlich auch schon mitgenommen mit Red Hair. Für die, die es interessiert. Hat tatsächlich ein bisschen Red Hair Gameplay gehabt. Ist gut, Lubu. Die Kamera liebt dich auch. Wenn du scheinbar die Kamera nicht liebst. Oh, dieser Idiot. Wer ist das? Yan Yang. Ja, toll. Trotzdem müssen wir erst den Troll hier besiegen. Bam, 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 bam. Jo. Dongju, was ist denn da los? Hua Xiong folgt uns. Ist auch witzig. Ja, wenn Hua Xiong und Lu die stärksten Krieger von Dongju dein Territorium angreifen, dann weißt du auch, die Kacke ist am Dampfen. Der Wächter des Wulao-Tors. Lubu. Der Wächter des Hishui-Tors. Hua Xiong. Könnte man auch denken, das sind Erzengel von Satan höchstpersönlich, ey. Tiu, 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 tiu. Und Kombo. Das kann man cool machen. Nett. Nett. Wow. Ein einfacher Feldwebel. Benutzt den Strong Aerial. Den hier. Ein einfacher Feldwebel. Das ist auch nur in alten, guten Dinosaurier-Style. Neu entscheiden. Denkt man, die Gegner machen einen Stare-Contest oder so. Starren dich einfach nur zu Tode. Ich hasse Bogenschützen. Ich habe Dynasty Warriors 3 gespielt. Ihr seid Teil meines PTSD-Syndroms. Was? Was? 14 Minuten. Ja. Yan Yang, machst ganz schön viel kaputt, was ich mir aufgebaut habe. Das gefällt mir nicht.
Alles, was ich ja so mühsam eingenommen habe, nimmst du wieder zurück ein. Das finde ich gut. Fühl dich geehrt, Yan Yang. Weil du hast auch noch so ein... In der Fähigkeit aktiviert, kommt noch eine Schockwelle. Das haben die anderen Chars nicht. Er ist einmal der krasseste, Leute. Ja, und guckt euch das mal an. Das ist witzig, oder? Macht das Spaß? Yan Yang, das macht Spaß, oder? Sag mir, dass es Spaß macht. Bei mir macht es Spaß. Ja, überall das Blitzelement. Oh, ist das dreist. Oh, schon alle tot. Und ihr müsst wissen, das Blitzelement war niemals so gut wie in deinen 2 aus 4. Da war es so broken. Jetzt raus, Eismann. Damage, Mann, Kombo und alles. Alles, was das Herz begehrt. Hallo, Goma. Der Meisterdieb Japans. Goma, Ishikawa. Bong. Hat Goma überhaupt was? Kämpfst du überhaupt richtig mit? Ich weiß ja nicht. Boah, Dong Schuhe, ey. Was ist los? Wird zum ultimativen Berserker. Also, das hätte jetzt nicht von Dong Zhu erwartet. Ja, Wuxiong, da muss ich jetzt zustimmen. Erstaunlich. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten zu. Zu wem eigentlich? Zu Yuan Shao, ne? Ja. Kommen wir am schnellsten vor oben, I guess. Wobei, geh auf den Dong Zhu-Weg. 1 Million IQ. Und sogar genug Zeit. Die Mission, die Schlacht ist wieder super easy. Hey Dong Zhu, ich hab dich noch nie so in Aktion gesehen. Respekt. Respekt. Ich hab dich immer für einen feigen Tyrannen gehalten. Für einen Wimp habe ich dich gehalten. Aber heute hast du das Gegenteil bewiesen. Good job. Du bist ein bisschen proud. Sein Adoptivvater. Zweiten Adoptivvater. Danach wollte ich niemand mehr adoptieren. Kann ich ja gar nicht verstehen, ne? Wenn Lulu adoptiert, hat den Teufel in unser Haus eingeladen. Und weiß, dass irgendwann der Tod kommt. Lulu hat alle Adoptivväter getötet. Was machst du da, Dong Zhu? Du bist tapfer und alles. Was du da gerade fabrizierst, ist etwas cringe. Er grabt immer die Luft. Oh nein, aber lässt. Oh, one-hit. Mensch. Die Range. Der Schaden. Alles an Wu. Das ist absolut amazing. Na, Dios-Schaden. Ja, hiermit fertigst du mit der Schlacht. Da haben wir unsere romantischen Stunden, oder? Ich habe Dios-Schaden keine Lust. Die denkt auch, es ist Dice Warriors 3, Dio-Chans Flucht, wo so wirklich voll Lubu abhaut. Okay. Wir brauchen das Anfeuern gar nicht so hohe Moral an mir. Das trotz des Chaos-Mods. Dass ich das nur erleben darf. Nett. Ihr habt mich gekitzelt. Sieht ihr den Schaden nicht, Elinda? Nee. Mensch, ich auch nicht. Ist ja auch kein Schaden. Ich sehe nur den Schaden, den mir Shao jetzt erleidet. Wieso ist eigentlich nur Level 1? Stärkste Krieger von Yuan Shao ist nur Level 1. Okay. Alright. Im Chaos-Mod. Wir hätten das lieber so machen sollen, dass die Gegner höhere Level haben, anstatt dass man weniger Zeit hat. Ein bisschen albern irgendwie. Das habe ich schon bei Volume 2 kritisiert. Da war es nämlich auch nicht besser, habe ich ja nur im Chaos Mode gespielt. Moment mal, hier ist etwas faul. Das Einzige, was faul ist, ist dein Fußpilz, Yuan Shao. Du.
heute den Strategen auf der Speisekarte. Tianfeng, Shenpai. In einer Kombo vernichtet. Oh, alle schon tot. Mensch. Ah. Ist, glaube ich, nicht so spannend mit anzuschauen, ne? Wenn ich Lu Bu spiele, weil ich werde nicht einmal erwischt. Okay. Ab und zu werde ich erwischt, aber ja. Aber vielleicht findet ihr das genauso satisfying wie ich. Weil man Lu-Gameplay sieht, wie er einfach durch alles durchrasiert. Das ist schon funny. Und ein Dash-Tag über die vor Avalos weg auf Chaos. Cool. Wenn ich Level 10 erreicht und wir haben voll wenig Kills, actually. Naja, die Ränge sind mir sowieso egal. Am Ende. Ja, gegen S-Haben-Mod müsst ihr im Schnitt immer 1000 Kills haben in jeder Schlacht. Da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Ist ja nur ein Grindfest. Anfeuern! Ist er jetzt Wut teilweise schneller zu Fuß als mit dem Pferd? Wenn ja, ist das etwas hilarious. Ich bin schau, wo bist du? Er wird schon von Dongju zerstört. Das ist jetzt echt ein bisschen peinlich. Worthless Scum! Wertlose Abschaum, ja, eigentlich schon. So wie die hier gerade sich anstellen. Ne? Oh mein Gott. Ich hab die ganze Zeit voll Lebensenergie, Leute. Was ist das? Und ich spiele nicht mal mit einem Element, Leute. Imagine, ich hätte jetzt permanent Vorpal-Element. Oder Blitz. Permanent. Und meinetwegen auch Feuer oder Gift. Da wird nichts mehr stehen bleiben. Ich meine, so bleibt ja schon nicht stehen. Aber man könnte Lu Bu halt noch krasser spielen. Ich sag mal, würdige Gegner steht, ist gelogen, ey. Es waren keine würdigen Gegner. Hier willkommen, Goemon Ishikawa, Miufu, Heijin, Chama, Xunyo, Mengyo und Fushiren. Nicht gerade die coolsten Offiziere. Oh, beim nächsten Mal gibt es die Schlacht von Xucheng. Komplett neue Map gegen Cao Cao. Das wird wirklich cool. Ich freue mich drauf. Und da steht wieder der Dinosaur S4-Bug. Nein, nein, Dongjo. Ich kriege jetzt schon wieder absolut Anfälle, wirklich. Absolute Anfälle. Cringe ohne einen Dongjo. Ah, die Übersetzung bei DB4. Naja. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du draufklicken, da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!